Mein Name ist David Biedert, ich bin 38 Jahre alt und vor mir liegt ein Abenteuer mit Jacqueline Fritz und dabei habe ich die EOS M50. Ich hatte mit 15 Jahren einen Sportunfall und dann haben mir die Ärzte nahegelegt, ich muss mich amputieren lassen. Und nach der Amputation ist halt eine komplette Welt für mich zusammengebrochen. Sie ist einen starken Charakter und ich bin überzeugt, sie kann solche Situationen sehr gut meistern. Ich habe sicher eine Portion Mitleid mit Jacqueline, aber viel größer ist die Bewunderung gegenüber ihr als Person und dem, was sie erreicht. Das Next First von Jacqueline ist das Besteigen der Seven Summits. Das sind 7 Berge in Österreich, die sie bewältigen muss. Man merkt, dass die Umgebung mit den Bergen und der Natur einfach das Element ist und dass sie sich sehr wohl fühlt und richtig aufblüht. Haben wir den gleichen Gesichtsausdruck. Am Berg stellen mir die Leute immer die Frage, muss das denn sein? Und dann sage ich, ja, genau, es muss. Gut gemacht. Jacqueline ist für mich kämpferisch, mutig und leidenschaftlich. Grundsätzlich traut man das so einer Person wirklich nicht zu, bin ich der Meinung, und hätte wahrscheinlich auch selber daran gezweifelt. Da soll ich hoch mit dir? Ja. Wow, ist das steil. Deshalb war ich auch sehr erstaunt und überrascht, was sie da meistert und wie sie die Berge erklimmt. Ich will nach vorne blicken, will einfach mein Ding machen. Und es bringt auch nichts, sich da jetzt Gedanken zu machen, was wäre, wenn das Bein noch dran wäre. Es ist eine Kämpfernatur und ich habe das selber jetzt miterlebt, mit wie viel Energie sie diese Leidenschaft ausübt. Ich mache Erfolg für mich selbst jetzt nicht unbedingt an schneller, höher, weiter aus, sondern Erfolg ist für mich, wenn ich glücklich bin. Oh, David, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ja, die letzten Meter noch. Es gibt viele Leute, die suchen nach dem Sinn des Lebens und nach dem neuen Glück. Und viele finden es nicht und sie hat es gefunden und das spürt man. Louis.